Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge. Siege Survival? Ich überlege gerade, macht irgendwas mehr Sinn als was anderes? Keine Ahnung. So, nächster Tag. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, Jacob ist ja der Enthaltsame, deswegen kann er hier ganz entspannt schon mal nichts machen, außer mal wieder graben. Achso, hier ist noch ein Hühnerei. So, der Flint wird mal noch mehr herstellen. Ah, sehr gut. Damit können wir unsere Bastion aber richtig versorgen. So, Rose. Du darfst einmal... Ach nee, du kannst nicht essen. Schade. Aber du wirst gleich richtig essen. Holz. Ja, Holz. Ich glaube, im Fünfer-Stack haben wir wieder genommen, ne? Obwohl, wir können hier gleich erstmal einsammeln. Während der gute Flint kocht... Flint. Wasser haben wir auch noch. Kann ich sogar upgraden. Wie viel Eisen haben wir denn? Ich muss unbedingt nochmal Eisen herstellen. Aber dafür mache ich nochmal ein bisschen Brennholz. Verfügbare Dinge. Alter. Ist aber auch übertrieben. Gut. So, du darfst essen. Und dann darfst du schlafen. Dann bist du nämlich durch. Du bist auch durch. Du gibst erstmal das Essen für die Soldaten. Ditte. Dann gibt's das schon mal oben drauf. Dann sind wir nämlich schon mal im Vorteil. So, Bricks gehen nicht. Senden. Wir werden die fette Rüstung noch reparieren. Also in der Hoffnung, dass es geht. Du wirst erstmal noch was essen. Oh, das mit der Vorratskammer war überragend wichtig. Alter. So, Olle Rose darf auch noch mal was essen. Dann werden wir noch mal Eisen herstellen. Naja gut, war jetzt nicht so viel. So, du darfst essen. Alter, am liebsten, ich würde so viele Rattenfallen dahin ballern. So, eigentlich müssten alle... Ja, perfekt. Gut sein. So, was fehlt denn uns hier? Bandagen würden uns theoretisch fehlen. Ja. Wir stellen viermal Eisen her, weil Eisen werden wir auf jeden Fall brauchen. Und wir können die Rüstkammer aufbessern. Yes! Geil. So. Krass, dass das nichts bringt. Ja. Verbessern. Wird ewig dauern. Ich bezweifle, dass wir das heute schaffen. Aber ich gebe mal die Hoffnung nicht auf. So, das bringt immer noch nichts. Wir können trotzdem mal uns kurz alle Tiere angucken. Warum ist denn das schon wieder abgebrochen worden? So. Wasser müssen wir ein bisschen gucken. Hervorragend. Ich habe sogar noch zweimal Nahrung übrig. Euch geht's gut. Ja. Puh. Ich brauche auch gerade gar nichts. Also wirklich, ich brauche gerade nichts. Sehr gut, einmal Stoff. Mann, dass der nicht automatisch weitermacht. Ich könnte nochmal Bögen herstellen. Okay, dafür fehlt es mir jetzt an Eisen. Ist okay. Zwei Bögen. Komm, ich stelle nochmal zwei Bögen her. Da muss ich noch einmal Pfeile, glaube ich, machen. Ja. Und da mangelt es an Brettern. Okay. Holz haben wir aber, das ist gut.
hoffe, dass ich die heute noch alle losschicken kann. Der Dünger ist mir erstmal egal. Wird eh nicht fertig heute. Also die Pfeile einmal herstellen. Na, das könnte Punktlandung werden. Aber dann sind zumindest die Pfeile und die Bögen morgen für die Schlacht noch bereit. Genau, einmal das. Ja, das könnte so fast gleichzeitig fertig sein. Das wären wir aber heute noch los. So, du bist fertig. Du kannst nochmal im Schweinestall gucken. Hervorragend. Gut gerüstet für die Schlacht bin ich. Zack. So, können wir Rose schon mal... Ah, sehr gut. 1, 2, 1, 2, 54, 58. Und das schaffen wir auch noch. Super. Hervorragend. Einfach aus Spaß, kann ich irgendwas bauen? Tatsächlich so ein zweiter Hochofen würde mich echt interessieren. Oder reizen, besser gesagt, nicht interessieren. Ja, da fehlen mir die Töpfe. Das ist alles upgraded. Selbst das schon. Das können wir mal direkt vergessen. Das kann ich alles nicht upgraden. Super. Die Nacht bricht an. Genau, schlafen, schlafen, schlafen. Flint geht los. Wir starten natürlich wieder hier. Wir müssen ja noch einiges einsammeln, du, ne? Oh. Ach, der Soldat startet auch noch super günstig genau da. Also hervorragend. Ich kann eh nicht viel machen. Also viel mitnehmen. Was ist das hier eigentlich? Brett. Genau, Eisen muss ich unbedingt mitnehmen. Aber ich bin eigentlich schon fast voll. So, ich muss ein bisschen darauf achten, wann der Typ hier kommt. Aber ich habe ja hier auch gleich mein Versteck. Ich würde tatsächlich unten das... Also den... Ich weiß nicht, ob es der Hafenbereich ist. Den würde ich mal... Ja, vielleicht morgen machen. Also in der morgigen Nacht. Okay, ist auch nicht mehr allzu viel. Scheiße, wenn jetzt der Soldat kommt, bin ich am Arsch. Und ich glaube, er wird gleich kommen. Siehst du die Silhouette noch? Oh, das ist natürlich super fies, ne? Genau, wenn das mit einmal auftaucht. Boah, dass der uns nicht sieht. Ich will immer noch irgendwann mal einen angreifen. Oh, fuck, da ist ja noch einer. Da ist ja noch ein Ismir, oder? Also zumindest ist da... Ist da eine Fackel. Gut, ich glaube, wir können jetzt noch mal ein bisschen rennen. Boah, ist das ein monstergroßes Gebiet hier. Wertgegenstände. Ich habe gerade eh nichts zum Handeln. Was ist das? Ach, schneller sammeln. Okay. Oh, dreckiges Wasser. Das muss ich ja auch mitnehmen. Oh, schwierige Entscheidung. Ich lasse das hier. Ist hier noch was? So, das haben wir alles durchsucht. Ein bisschen Nacht ist ja noch übrig. Hier ist auf jeden Fall Holz drin. Das müsste wahrscheinlich auch sammelbar sein. Oder?
so ein krasses Gebiet hier. Okay. Ich hoffe, dass der Ismir jetzt nicht kommt. So, geht nach Hause. Yes. Okay, Wasser haben wir. Ja, Fremd greift bald an. Ich habe aber alles abgegeben, ne? Gut, okay, Essen und Trinken, das kriegt er gleich. Ja, ich bin zufrieden. 1, 2, 3, 4. Was? 3 nur? Ja, komm, geben wir euch mal das Minimum. So, da. Sehr gut, hat sie wieder erholt. Wasser kann gesammelt werden. So, du hast Durst. Du hast Durst. Du hast ein bisschen Hunger. Ich muss aber erstmal Essen machen. Und du hast auch nur Durst. Sehr gut. Also nur einer hat Hunger. So, jetzt geht auch gleich der Krieg los. Oh, super geil. Gut, du gehst... Ach nee, du musst erst was trinken. Und dann kannst du pennen gehen. So, du bist fit. Ihr geht erstmal alle, also die jetzt nicht mehr machen müssen, hier hinten hin. Genau, ich muss einmal Essen herstellen. Und zwar für die Bastion. Oh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich mit euch jetzt noch anstellen soll. Also du kannst hier schon mal arbeiten. Oh, Rüstung. Rüstung. Ich mache nichts. Ich produziere jetzt nichts. Ein Ei stelle ich nochmal her. Du wirst dann ganz schnell... Schlacht das heute, ja. Das Essen rüberbringen. So, jetzt müsste die Schlacht gleich beginnen eigentlich. Schlacht beginnt. Ich habe so eine Befürchtung, was jetzt gleich angeschossen kommt. Ah, Brandpfeile, okay. Das war nicht meine Befürchtung. Muss ich mal... So, jetzt muss ich ja leider ein bisschen hin und her rushen. Teil gewonnen. Boah, nichts verloren, super. Boah, ihr seid halt voll auf dem Präsentierteller gerade, ne? So, ihr versteckt euch mal hier hinten. Ah, sieht gut aus. Ja. Unsere Soldaten stehen doch. Bis zu den Knien im Blut der Feinde, die die Mauern durchbrechen wollten. Was ist denn das? Nee, 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 alles gut. Was sieht, wenn ich das drücke? Ah, okay. Passiert aber auch gerade nicht mehr viel. Boah, super gut. Soldaten stehen noch. Bis zum Knie eine Scheiße? Nee. Achso, Blut der Feinde. Sehr gut, Pfeile. Ich habe nichts zum Anbauen, ne? Nee. Feinde können unsere Stellung nicht erreichen. Ah, ja, ja, 7. Boah, ist halt wirklich eine mega Verschwendung, ne? Aber die Schlacht geht sehr, sehr gut für uns aus.
So, da ist Dünger, dann könnten wir nochmal theoretisch Grünzeug herstellen, wobei ich 30 Grünzeug habe, also da brauche ich nichts mehr. So, nächster Schlacht. Alter. Der Feind flieht vom Schlachtfeld. Monster guter Sieg wieder für uns. Ich muss durchgehend Fasern anbauen. So, ein paar Sachen. Repairen. Wobei ja angeblich die Schlacht vorbei sein soll, ne? Klarer Sieg. Lang leben die Tapferen, die keinen Meter zurückwichen und die Ebenen vor der Burg mit dem Blut unserer Feinde überzogen. Keiner gefallen, keiner verletzt. Bisschen Mauerschaden wieder. Ja, Pfeiler, ne? Gut. Easy win. Ich nehme mal die verfaulte Nahrung. Ist überhaupt nicht effektiv, was ich gerade mache da, aber egal. So, die beiden reparieren wir. Pfeile müssen wir herstellen. Jetzt können wir das hier mal ganz kurz abbrechen. Wir ernten die Jungs. Du bist übrigens auch fertig. Ich weiß gerade nicht, wie viele Pfeile ich brauche. Ich mache einfach mal 6. Oh, 2 Eier, super. Habt ihr noch Essen? Nee. Biggest problem, I need a Ratte. So, dann können wir zumindest die reparierten Sachen schon mal an die Bastion und so weiter wieder schicken. Ey. So, das geht alles weg. Da, oh ja, Dünger, super. Naja, dann wissen wir ja, was wir machen. Gemüse. So, du kannst weiterarbeiten. Das lasse ich mal. Ich will mal gucken, was jetzt passiert. Weil eigentlich hieß es ja, es kommt jetzt die Endschlacht. Scheiße, ich muss gesamte verfaulte Nahrung nehmen. Und Dünger herstellen. Abbrechen. Ich mach 4. So, repariert habe ich alles. Es fehlen nur Pfeile. Wie viele Pfeile fehlen? Alter, what? 10? Gut, die nächste Schlacht ist ja ein bisschen hin. Ich denke mal, Bretter werde ich noch benötigen. Gut, Nacht ist eh vorbei. Andersrum. Nacht bricht an. So. Die Nacht bricht an. Okay, so viel dazu. Wir gehen raus mit... Halt, ich muss Feinde aus... Ich muss alles machen. Jacob ausspähen, Bertram ausspähen, Rose Stadt durchstreifen und nur Flint pennt. Ja. So, wir wissen natürlich, wo wir hingehen heute. Wir haben ja noch einiges hier unten. Ich habe bestimmt auch hier noch einige Sachen übersehen, aber... So, wir fangen erstmal mit denen an und dann würde ich mich tatsächlich mal nach unten machen an Hafen. So, Water, das waren meiner Meinung nach nur Wertgegenstände. Die brauchen wir nicht. Alter Schwede, ist hier viel. Oh, dieses Gebiet ist der Heaven. Was machst du denn? Hardcore sammeln aus dem Fass da oben, ja? Krass. Jo, die Gemüse können wir auch immer mitnehmen. Fleisch ist mir eigentlich wichtiger, aber es gibt einfach nirgends Fleisch hier. Hier gibt es bestimmt auch ein Ausrufezeichen, oder? Ja, ganz vorne am Hafen. Das ist vielleicht auch der Weg raus hier. Wie weit ist denn das noch weg? Ah, ein bisschen haben wir noch.
Aber die Nacht hat erst angefangen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll zu sammeln. So geil. So, und da muss das Ausrufezeichen sein. Ich tippe, da sind Feinde. Oh, ich hätte nicht rennen sollen. So, wir sammeln hier erstmal. Und anschließend gucken wir uns das fette Schiff an. Am Ufer liegt eine alte Handelskogge. Sie wirkt verlassen. In Anbetracht des verwüsteten Decks und der erbärmlichen, im Wind flatternden Segel wurde das Schiff wohl bereits von den Ismir geplündert. Vielleicht lohnt es sich aber dennoch nachzusehen, was von der Fracht übrig ist. An Bord klettern. Auf solch einem Schiff gibt es für gewöhnlich unzählige Verstecke, die die Plünderer übersehen haben könnten. Du betrittst das Schiff und lauscht vorsichtig an der Falltür, die in den Schiffsbauch führt. Du kannst nur das Knistern des Schiffes vernehmen, das sich in den Wellen wiegt. Es könnte dennoch eine Falle sein. Gut, ich habe keine Auswahl. Du öffnest die Falltür und wirfst einen Blick ins Innere. Im spärlichen Licht der Luke kannst du nicht viel erkennen. Du siehst zwar niemanden, aber zwischen den zerstörten Kisten könnte man sich gut verstecken. Als du gerade hinabsteigen willst, zögerst du noch einmal. Wenn du runterkletterst, riskierst du vielleicht... Aber du... Was? Wenn du runterkletterst, riskierst du vielleicht... Ach, riskierst du viel, aber wenn du runterspringst... Wachtraum, vorsichtig... Kletter mal vorsichtig runter. Du kletterst vorsichtig die Leiter hinab, jederzeit bereit wegzuspringen, falls sich jemand oder etwas angreift. Glücklicherweise ist deine Angst unbegründet. Im Frachtraum bewegt sich nichts außer ein paar Ratten. Töten! Tötet sie! Durchsuchen. Nun, da du weißt, dass der Frachtraum sicher ist, durchsuchst du ihn in Ruhe und begibst dich dann zum Unterdeck. Die Ismir waren gründlich, aber nur auf wertvolle Fracht aus. In einer Ecke spähst du eine Truhe voll Werkzeug und Schrott. Zweifellos Dinge für die Reparatur des Schiffs, die irgendwann... die irgendjemand ver... achtungsvoll liegen gelassen hat. Für dich ist das aber mehr wert als jedes Gold. Ja, schluck auf. Boah, kann ich denn mitnehmen? Der Dragwasser bleibt hier, die nehmen wir mit. Alter, ich wünsche mir sowas von randvoll. Und die Hälfte der Nacht ist gerade mal rum. Wo zum Teufel bin ich eigentlich? Ah, da ist ja noch ein Ausrufezeichen. Okay, am Hafen bin ich. Bauernviertel war ich auch noch gar nicht. Zunftviertel, Alter. Okay, Bettlerstraße ist komplett leer. Tempel leer. Marktplatz leer. Goldallee, ich weiß nicht, wo Medizin sein soll. Und Textil und Grünzeug weiß ich auch nicht. Bauernviertel komme ich nicht rein. Hafen gibt es halt alles. Zunftviertel gibt es auch noch einiges. Hallo, durchsuchen. Und es ist gerade mal die Hälfte der Nacht rum. Ich habe echt Angst, dass hier Feinde sind. Okay, das ist nur ein Lagerfeuer. Das ist schon mal gut. Oh, eine zerbrochene Axt. Scheiße, die muss ich mitnehmen. Ich lasse tatsächlich das Gemüse hier. Okay, da brauche ich also eine Fackel für. Alter, Scheiße. Ah, da brauche ich auch eine Fackel für. Okay. Das ist übrigens der Typ, der hier mal rumläuft, glaube ich. Also unser Hauptfeind. Zumindest hier für das Area, also für, wow, für die Area. Okay, haben wir. Jo. Ich bin mit Rose immer unzufrieden, aber okay. Marys ist blutverschmiert und überwältigt vor Freude. Sangmar! Während des Angriffs der Ismir haben die Sangmar die Küste erreicht und sind den Ismir in die Flanke gefallen. Die Sangmar haben jedoch nicht beendet, was sie begonnen haben und sind ebenso schnell wieder verschwunden. Das Schicksal der Stadt scheint sie nicht zu kümmern, aber die Streitkräfte der Ismir wanken. Marys spricht nun eine weitere ernste Angelegenheit an. Die vorrätige Version. Willst du mich verarschen? Ich weiß,
Das heißt, da kommt Maurice zum Schluss. Wir tun unser Bestes, Bastarde abzuwehren und ihr müsst uns helfen. Sind ermutigend, aber die Sorge bleibt. Was, wenn keine Hilfe kommt oder dieses mir Verstärkung erhalten? Die Belagerung könnte Monate dauern. Grund genug, sich bestmöglich vorzubereiten. Super. So viel dazu, dass wir gerettet sind. So, haben nichts zu essen, haben nichts zu trinken, aber eine Ratte haben wir. Miss Rose. Trinken. Der Jacob ist ziemlich müde. Flint. Ja, ich weiß, ihr seid alle müde. Essen. Okay, wir hauen uns erstmal Mahlzeiten rein. Ich glaube, wir werden nicht allzu viel diesen heutigen Tag anstellen. Und Rose geht pennen. Jacob geht unbedingt pennen. Flint muss essen und trinken und du musst nur ein bisschen was essen. Bertram werde ich trotzdem wach. Leute, bitte. Bertram werde ich trotzdem erstmal weiter behalten. Der muss hier ein bisschen arbeiten. Ganz ehrlich, Rose wird auch nochmal ein bisschen arbeiten. So lange, bis ihr wirklich komplett im Eimer seid. Keine Ahnung, was wirklich gut ist, ne? So, wir produzieren Essen. Und zwar 4 Mahlzeiten. Ja, geht die Schlacht also doch weiter. So viel dazu. Ja, das schaffen wir aber locker. 44, easy. Scheiße, ich habe kein Trinken mehr. Gut, darum kümmere ich mich morgen. Mach ich erstmal Schluss. Also, Schluss in Anführungsstrichen. Beende die Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also, es geht doch weiter. Wir haben es doch noch nicht geschafft. Hätte mich auch gewundert, ganz ehrlich. Und ja, mal gucken. Also, die nächste Schlacht, da bin ich sehr optimistisch. Zumal wir hier auch noch, das mit abliefern können. Das mit abliefern können. Und dann sind wir schon fast wieder gleich auf. Super gut. Schaffen wir. Schaffen wir definitiv. So, bis morgen. Haut rein.